Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch über ein paar Bücher sprechen oder euch ein paar Bücher vorstellen, die ich gerne noch in diesem Lesejahr beenden möchte. Ein paar davon sind von meiner 23 für 23 Liste und ein paar davon sind kürzlich erst hier eingezogen, aber ja, auf die freue ich mich halt schon so arg, dass ich die unbedingt zeitnah lesen möchte. Natürlich ist die Leseliste noch viel, viel länger. Ich habe da drüben noch einen ganzen Stapel an Büchern stehen, die ich eigentlich dieses Jahr noch lesen möchte. Und da sind halt auch einige von meiner 23 für 23 Challenge dabei. Da hinke ich nämlich ein bisschen hinterher. Das heißt, ich muss jetzt, wenn ich das schaffen möchte, ein bisschen Gas geben dieses Jahr noch. Aber ich habe ja noch ein bisschen Urlaub und da habe ich auf jeden Fall vor, einiges wegzulesen. Ja, ich würde sagen, ich starte direkt mit dem ersten Buch. Die sind jetzt irgendwie nicht sortiert oder so. Die habe ich einfach aus dem Regal gezogen oder vom Stapel genommen und hier hingestellt. Also das hat jetzt keine Bewandtnis, welches ich zuerst nehme. Ja. So, jetzt hatte ich einen kurzen Hustenanfall. Bitte verzeiht mir, wenn das Video dieses Mal etwas öfter geschnitten ist. Aber ich kann nicht versprechen, dass meine Stimme oder mein Husten sich das ganze Video zurückhält. So, wir starten jetzt mit dem ersten Buch. Das da wäre Light and Flame von Jennifer L. Armentrout. Das ist ja der zweite Band des Spin-offs zu From Blood and Ash. Und geht quasi um die Vorgeschichte von Blood and Ash. Ja, ich finde es persönlich immer ganz seltsam, wenn eine Buchreihe noch nicht abgeschlossen ist oder noch nicht erschienen ist komplett, es aber schon ein Spin-off dazu gibt. Ich habe den ersten Teil davon bereits gelesen und mochte den auch sehr gerne. Deshalb bin ich auch schon gespannt auf dieses hier und möchte es natürlich auch zeitnah lesen. Bin aber tatsächlich mal überlegen, weil ich noch zwei Audible-Guthaben habe, ob ich es nicht hören möchte, weil ich den ersten Band davon auch damals gehört hatte und ich die Sprecher eigentlich ganz gerne mochte. So kann ich es nämlich in meinen Alltag mit einfließen lassen und kann mich dann abends auf der Couch anderen Büchern in Printform widmen. Ja, normalerweise höre ich ja meine Hörbücher über Nextory, aber diese hier sind auf Nextory nicht verfügbar, leider, leider. Die sind, glaube ich, Audible Original und deshalb ja, muss ich diese App halt ab und zu auch nutzen. Normalerweise lese ich euch ja auch immer die Klappentexte vor. Hier würde ich das jetzt ausnahmsweise nicht machen, weil es sich um einen zweiten Band handelt. Aber ich lese euch den Klappentext zum ersten Band vor, der da heißt Shadow and Amber. Und da heißt es wie folgt. Seraphine Miriel ist die erstgeborene Tochter des Königs von Lasania, doch ihr Schicksal stand schon lange vor ihrer Geburt fest. Sie würde Nyctos, Primat des Todes, heiraten, als Gegenleistung für einen Pakt, den ihre Vorfahren einst geschlossen hatten. Seras Aufgabe ist eindeutig, bring den Primat dazu, sich in dich zu verlieben, töte ihn, rette Lasania. Doch als Sera Nyctos kennenlernt, stellt sie fest, dass er nicht die Person ist, die zu ermorden sie sich ihr gesamtes Leben vorbereitet hat, und ihre Entschlossenheit gerät ins Wanken. Wird sie es schaffen, ihre Pflichten zu erfüllen und ihr Königreich über ihre Gefühle zu stellen? Zeitgleich zu Light and Flame ist dieses wunderschöne Buch bei mir angekommen und irgendwie habe ich jetzt das Bedürfnis, beide zusammen zu lesen oder beide zeitnah hintereinander zu lesen, weil sie irgendwie für mich zusammengehören, obwohl das gar keinen Sinn macht. Ja, aus Sternen und Staub ist das neue Buch von T.J. Klune. Es sollte ja eigentlich anders heißen, irgendwas mit Artemis Darth Vader. Was mir persönlich ja viel besser gefallen hätte, das habe ich euch in meinem Neuzugänge-Video ja schon erklärt, dass alle Bücher von T.J. Klune irgendeinen Namen, einen Familiennamen oder einen Rufnamen im Titel hatten. Oder die drei, die ich eben hier in meinem Regal stehen habe. Und hier sollte es eben auch so werden. Und dann wurde aber kurzfristig der Titel geändert, was mich ein bisschen verstört hat, weil ja, meine Zwänge da ein bisschen randalieren. Außerdem ist es ein Hardcover und die anderen Bücher sind alle Taschenbücher. Das nervt mich auch ein bisschen. Das hier hat einen Buchschnitt, die anderen nicht. Das Buch ist einfach ein wandelnder Haufen, der mich
in meinen Zwängen stört. Es ist wunderschön, es ist ein wunderschönes Buch, aber es nervt mich, weil ich nicht weiß, wo ich es in meinem Regal einsortieren soll. Bei den Hardcovern und unabhängig von den T.J. Klune Büchern oder bei den T.J. Klune Büchern, und dann stört es mich, dass Hardcover und Taschenbuch zusammenliegen. Ich weiß es nicht. Ich werde euch jetzt einfach den Klappentext vorlesen und möchte darüber heute nicht mehr weiter nachdenken. Nate Catwright hat alles verloren. Seine Eltern sind tot, sein Bruder will nichts von ihm wissen und sein Job als Journalist bei der Washington Post ist er auch los. Er beschließt, nach Roseland in Oregon zu fahren. In der Abgeschiedenheit der Berge will er sich überlegen, wie es jetzt weitergehen soll. Pläne schmieden, vielleicht endlich seinen Roman schreiben. Nate war nicht mehr in der Hütte, seit seine Eltern ihn nach seinem Coming-out rausgeworfen haben. Soweit er weiß, sollte sie verlassen sein, nur dass sie das nicht ist. Ein Mann namens Alex hat sich dort versteckt und mit ihm ein Mädchen, das auf den eigenartigen Namen Artemis Darth Vader hört. Nate ist misstrauisch. Wieso ist ein 40-jähriger Mann mit einem 10-jährigen Mädchen auf der Flucht? Die Geschichte, die Alex und Artemis ihm erzählen, ist so unglaublich, dass sie eigentlich nur wahr sein kann. Plötzlich muss Nate eine Entscheidung treffen. Will er sich weiter den Dämonen der Vergangenheit ergeben oder für eine Zukunft kämpfen, die er nie für möglich gehalten hätte? Das nächste Buch habe ich euch auch schon ein paar Mal in meinem What I Read Next Video hochgehalten. Und da es auf meiner 23/23 Liste ist, werde ich es definitiv auch dieses Jahr lesen. Ich habe schon geschaut, ob es bei Next Story als Hörbuch drin ist, aber es ist tatsächlich als E-Book drin. Da könnte ich mir auch überlegen, ob ich es vielleicht als E-Book lese, weil ich die signierte Ausgabe von Inke habe. Die hat sie mir letztes Jahr auf der Buchmesse signiert. So lange liegt das Buch schon hier. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Buchrücken nicht so 100% stabil ist. Ich habe irgendwie Angst, dass ich das dann verknick und kaputt mache. Und irgendwie hängt mein Herz an diesem Buch, obwohl ich es noch nicht gelesen habe. I don't know why. Aber vielleicht lese ich es dann einfach als E-Book. Was brauchst du, um glücklich zu sein? Lisa fühlt sich, als würde sie ersticken. Es muss doch mehr geben im Leben als eine Ausbildung zur Bankkauffrau in einer Kleinstadt inklusive übergriffigem Chef. In einer Spontanaktion schmeißt Lisa ihre Ausbildung hin und bricht mit allem, was ihre Eltern und ihr Freund Max sich für sie vorgestellt haben. Sie bucht ein Busticket nach Köln und landet in der WG der Tätowiererin Carla. Zwischen Couchsurfing, Partys und existenziellen Lebenskrisen erkundet sie nicht nur ihre Sexualität, sondern auch die Möglichkeit, dass Träume keine Träume bleiben müssen. Das nächste Buch ist tatsächlich schon seit Ewigkeiten als Buddy Read geplant, aber irgendwie haben wir uns noch nicht kurz geschlossen, wann wir das denn jetzt tun wollen. Vielleicht sollte ich die liebe Ramona da mal drauf ansprechen, weil das Buch auch schon ewig hier bei mir liegt. Die Sechs Kraniche von Elizabeth Lim ist ja eine sehr asiatisch angehauchte Geschichte. Ich hatte da ja eine ganz lange Zeit die Schnauze voll von allem, was irgendwie so asiatisch angehaucht ist. Ich weiß nicht warum. Es hat mich einfach genervt, weil ich einfach zu viele Bücher davon oder in diesem Setting gelesen habe. Aber dieses Buch reizt mich doch sehr. Und vor allem hätte ich dann, wenn es mir gefällt, auch gerne noch den zweiten Band davon. Mit diesem wunderschönen Farbschnitt, bevor es ihn nicht mehr gibt. Prinzessin Chiori hat ihre verbotenen magischen Kräfte bisher sorgfältig verborgen. Doch am Morgen ihrer arrangierten Hochzeit verliert sie die Kontrolle über ihre Magie. Ihre Stiefmutter Raikama wittert in ihr eine gefährliche Konkurrentin. Sie verbannt die Prinzessin, verwandelt ihre Brüder in Kraniche und belegt Chiori mit einem Fluch. Sobald ein Wort über ihre Lippen kommt, wird ein Bruder sterben. Auf der Suche nach den Kranichen entdeckt Chiori eine Verschwörung mit dem Ziel, den Thron zu übernehmen. Um das zu verhindern, braucht sie ausgerechnet die Hilfe ihres unbekannten Bräutigams. Auch relativ zeitnah hier eingezogen ist das nächste Buch und es ist tatsächlich auch noch verschweißt. Das finde ich auch sehr gut, dass das da mit Schutzfolie versendet wurde, um einfach zu verhindern, dass es irgendwie andetscht, obwohl es hier unten trotzdem ein bisschen angedetscht ist. Ich möchte ja nicht meckern, weil ich das Buch als Rezensionsexemplar bekommen habe, aber da Cassandra Clare eine meiner liebsten Autorinnen ist, möchte ich einfach, dass dieses Buch so unversehrt wie möglich in meinem Regal steht. Was ich allerdings sehr gut finde, ist, dass sie den Spiegel, die Softbox blendet, den Spiegel-Bestseller-Sticker auf die Folie geklebt haben und nicht auf dieses wunderschöne Cover. Ja, Cassandra Clare kennen die meisten ja als Erschafferin der Schattenjäger. Also die meisten verbinden sie natürlich mit dieser Reihe. Und deshalb bin ich auch sehr gespannt, was
uns in dieser neuen Reihe erwarten wird. Ein Schwertfänger hat nur einen Zweck, statt des Thronfolgers zu sterben. Doch Kehl hat keine Angst vor diesem Schicksal. Als Doppelgänger von Prinz Connor entkam er als Kind der Gosse und durfte das Leben eines Adeligen am Königshof führen. Bis jetzt. Denn während das Reich auf die Vermählung des Thronfolgers wartet, entdeckt Kehl eine entsetzliche Verschwörung, die sich von der kriminellen Unterwelt bis in die höchsten Adelskreise zieht. Und die einzigen, die dem Schwertfänger zur Seite stehen, sind die geheimnisvolle Heilerin Lin und der wahre Herr über Castellan, der Lumpensammlerkönig. Klingt auf jeden Fall super, super spannend. Das nächste Buch habe ich von Evie geschenkt bekommen und I'm so sorry, seitdem steht es auch hier und ich kann euch auch nicht sagen, warum ich es immer noch nicht gelesen habe. Ich habe es auf meine 23 für 23 Liste gesetzt, damit ich es jetzt endlich lese und ich habe auch wirklich Lust, es zu lesen, aber ja, vielleicht ist es, weil es unten im Regal hinter dem Stuhl steht und ich es nie sehe, weil es auch ein komisches Format hat, deshalb musste es darunter verbannt werden. Ich spreche nämlich von den Staubchroniken. Von den Staubchroniken. Sie hat das Buch damals gelesen und hat mir davon berichtet, das weiß ich alles noch. Und damals habe ich gesagt, ich will es auch unbedingt lesen. Und dementsprechend hat sie es mir zu Weihnachten, Geburtstag etc. geschenkt. Ich glaube, es war Weihnachten. Lass mich lügen, ich glaube, es war Weihnachten. Ja, und seitdem lügt es hier. Aber ja, es ist auf meiner Challenge-Liste. Demnach werde ich das Thema wohl zeitnah angehen. Kleider, Bälle und die Suche nach dem perfekten Ehemann. Das ist es, was sich Annemans Mutter für ihre Tochter wünscht. Doch Annie hat anderes im Sinn. Sie lebt in einer Welt aus Büchern und bemüht sich, der Realität mit Scharfsinn und einer gehörigen Portion Sarkasmus aus dem Weg zu gehen, bis dieser an ihre Tür klopft. Und ihr ein Angebot macht, das ihr Leben auf dem Kopf stellt. Ein Monat in London, eine riesige, vollautomatische Suchmaschine, die Umstände der weniger Privilegierten und eine Arbeitsstelle in einer Bibliothek. Und natürlich Gefühle, die sie bis dahin nur aus Büchern kannte. Kommen wir zum letzten Buch, das ich euch heute vorstellen möchte. Und zwar ist das Lore von Alexandra Bracken. Ich habe von ihr ja noch gar nichts gelesen und lustigerweise kam heute Morgen ein Paket vom Chest of Fandoms hier an und ich dachte, hä, ich habe doch gar nichts bestellt. Und dann habe ich meinen Chatverlauf durchgeguckt, weil ich manchmal Bücher für Evie mitbestelle, weil sie dort immer noch nicht bestellen kann, aus ja, unnötigen Gründen. Und da habe ich aber auch nichts gefunden und dann dachte ich so, hä? Wieso kommt ein Buch von Alexandra Bracken her an? Also es ist ein anderes Buch als das hier. Und dann habe ich auf dem Versandschein, auf der Packliste quasi gesehen, dass da ein anderer Name draufsteht. Da hat eine Freundin von mir jetzt einfach ein Buch bei Chest of Fandoms bestellt und geschickt, weil ich ihr letztens meine Karte fürs Krimi-Ding geschenkt habe, weil ich krank war und nicht mit konnte. Ja, jetzt habe ich zwei Alexandra Bracken Bücher hier auf meinem Sub liegen, die ungelesen sind. Demnach sollte ich vielleicht eins mal davon befreien. Das hier ist übrigens die Witch Crown Edition. Ich war ja Rep für die Witch Crown Box und habe das Buch zur Verfügung gestellt bekommen in meinem Rep-Paket. Leider hatte ich es aber schon. Dementsprechend habe ich eins davon ja an euch verlost. Ja, aber mein Exemplar steht immer noch hier, ungelesen, und das werde ich dann wohl jetzt nachholen müssen. Die Jagd auf die Götter ist eröffnet. Seit 7 Jahren läuft Lore vor ihrem Schicksal davon. Einst war die Jagd auf griechische Götter ihr Leben, bis diese ihr alles genommen hat. Die Vergangenheit holt sie jedoch schlagartig ein, als die nächste Jagd erneut in New York stattfindet und eine der letzten ursprünglichen Göttinnen sie aufsucht. Athene bietet ihr ein Bündnis gegen den neuen Ares an, der Lores Familie ermordete. Aber schon bald muss Lore erkennen, dass es um viel mehr als ihre persönliche Vergeltung geht, denn Ares möchte die ganze Welt in Schutt und Asche legen. Und ausgerechnet Lore, die nichts mehr mit den Göttern zu tun haben wollte, muss ihn aufhalten. Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die ich euch heute vorstellen möchte, die auf meiner Prioritätenliste, um sie dieses Jahr zu lesen, sehr, sehr hoch stehen. Ihr dürft mir gerne mal verraten, ob ihr eins davon bereits gelesen habt oder was ich eurer Meinung als erstes davon von meinem Sub befreien sollte. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!